Herzlich willkommen bei meinem ersten urologischen Videoblog. Mein Name ist Dr. Gerhard Hafner und ich betreibe eine urologische Facharztordination in Eisenstadt. Ich möchte Ihnen auf diesem Wege urologische Themen näher bringen und Ihnen Modernes aus der Urologie berichten. Die Themen, die ich mir vorgenommen habe, reichen von der Männervorsorge über Prostataerkrankungen bis hin zur Kinderurologie und natürlich auch zur Urologie der Frau, wo es über immer wiederkehrende Harnwegsinfekte, aber auch über den Harnverlust und Blasenentleerungsstörungen sicher einiges zu berichten gibt. Beginnen möchte ich gerne mit der Prostata, mit Prostataerkrankungen und da vor allem die gutartige Prostatavergrößerung. Als erstes muss man wissen, dass die Prostata eine Drüse ist, die zwischen Blase und Harnröhre sitzt und sich im Laufe des Lebens eines Mannes zu vergrößern beginnt. Das beginnt meistens so etwa ab dem 40. Lebensjahr. Die hauptsächlichen Beschwerden, die diese Vergrößerung macht, sind häufiger Harndrang, nächtliches Aufstehen, also das heißt, der Harndrang veranlasst den Mann, dass er nachts mehrmals raus muss, einen schwächeren Harnstrahl, der durchaus auch unterbrochen sein kann, und auch das relativ typische Nachträufeln am Ende des Wasserlassens. Die Diagnose sollte von einem Urologen gestellt werden. Dabei ist es wichtig, mit dem Ultraschall eine Größenmessung der Prostata zu machen, nachzuschauen, ob Restharn zurückbleibt und die Prostata auch abzutasten. Denn genau bei dieser Tastuntersuchung können wir sehr viel über die Drüse in Erfahrung bringen, was die Härte betrifft, aber auch natürlich was die Größe betrifft. Wenn ein Mann eine vergrößerte Prostata hat, aber kaum Beschwerden damit, ist es nicht notwendig, dass eine Behandlung gemacht wird oder ein Medikament geschluckt wird. Das ist erst notwendig, wenn die Beschwerden wirklich lästig sind und die Lebensqualität dadurch beeinträchtigt wird. Wir beginnen bei der Behandlung in erster Linie natürlich mit Medikamenten, die Harnröhre bzw. die Prostata eigentlich ein bisschen erweitern und das Wasserlassen wieder erleichtern, den Drang vermindern und damit die Lebensqualität verbessern. Sollten diese Medikamente nicht ausreichend helfen, dann gibt es auch die Möglichkeit einer operativen Sanierung der Prostata. Das schaut so aus, dass in einer Narkose durch die Harnröhre das überschüssige Gewebe abgetragen und ausgespült wird. Das ist natürlich eine Lösung dieser Erkrankung oder eine endgültige Behandlung dieser Erkrankung. Im Zuge der Voruntersuchung wird auch ein Blutwert bestimmt, der sogenannte PSA-Wert, den wir für die Prostata-Krebs-Vorsorge vor allem verwenden. Zu diesem PSA-Wert möchte ich aber gerne in einem eigenen Videoblog Stellung nehmen und möchte mich diesmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön.